So, also ich bin jetzt 10 Jahre in Indien gewesen, habe mir gedacht, dass diese Erfahrung in diesen großen Firmen. Okay, so, also ich bin jetzt 10 Jahre in Indien gewesen, habe mir gedacht, dass diese Erfahrung in diesen großen Firmen, die möchte ich nicht nochmal machen. Und habe mir vorgestellt, ich bin jetzt in Indien, werde jetzt erleuchtet, was auch immer das bedeutet. Selber nicht gewusst, aber es hat sich gut angehört und auch gut angefühlt. Aber was ich in den 10 Jahren lernen durfte, war zum einen ein innerer Wachstum. Ich war damals dann noch verantwortlich für 60 Mitarbeiter über Deutschland verteilt. Und das war einfach zu viel für mich. Dafür war ich nicht bereit, da war ich noch nicht bereit zu. Innerlich war mir das zu viel. Ich wusste nicht, wie. Es waren teilweise, ich war damals 28, 29. Es waren teilweise 40, 50-Jährige mit viel Berufserfahrung, die auf einmal meine Angestellten waren. Ich war verantwortlich für die. Das heißt, ich habe Mitarbeitergespräche führen müssen, wenn sie vielleicht mal einen Fehler gemacht haben oder zu faul waren, hätte ich mehr energisch da eingreifen müssen. Das wurde mir alles zu viel. Und der Grund, warum mir das zu viel war, waren einfach Ängste in mir, dass ich, wie ich beurteilt werde, ob ich Fehler mache, ob ich das überhaupt kann. Ich habe es mir nicht zugetraut. Das konnte ich in den 10 Jahren durch die Praktiken dort, aber auch durch die Selbstreflexion, konnte ich eben jetzt lernen, das zu überwinden. Das heißt, heute würde ich mir das zutrauen, natürlich die 60 oder auch 250 Mitarbeiter zu leiten. Also das ist etwas, was ich dort lernen konnte von dem Manager, der ich damals war, der junge Manager mit vielen Ängsten. Dort eine gewisse Klarheit, Selbstsicherheit, Ruhe zu erlangen und auch jetzt zu wissen, warum hat denn die Firma damals so viel mit Angst gearbeitet? Weil es war ja nicht nur ich, es geht ja allen so oder fast allen oder den meisten so, dass sie eben durch solche Ängste geleitet werden und dadurch dann natürlich auch dieses Tool dann auch selber anwenden in ihrem Management oder in ihrem täglichen Leben. Und das zu sehen, zu erkennen, zu überwinden und jetzt zurückzunehmen wieder. Und anderen zu helfen, als Mitarbeiter, als junger Manager, aber auch als Senior Manager. Einfach dieses selber zu sehen, das dann zu erkennen und im Positiven im Leben oder im Geschäftswelt dann anzuwenden. Also da fangen wir jetzt gerade an, wieder zurückzugehen in die Welt. Also auch meine Kollegen, wir waren jetzt wirklich alle in der Ausbildung, kann man sagen, die 10 Jahre. Einige sind ja später dazugekommen. Wir kommen jetzt erst wieder in die Welt zurück. Teilweise gibt es bereits Lehrer, die das Wissen dort an die Öffentlichkeit weitergeben, an Interessierte. Aber in der Geschäftswelt fangen wir jetzt erst an, würde ich sagen. Wir haben auch einige Kollegen, die als Consultant aus diesem Bereich kommen, aber in solchem in herkömmlichen Weise Consultant und wir jetzt zusammen ein Konzept entwickeln. Wie kann das eben nicht nur an den Privatmenschen vermittelt werden, der Interesse hat, der sein Leben verändern möchte, der vielleicht von einem nicht so glücklichen Leben in ein mehr glückliches kommen will, aber auch eben jetzt, wie können wir das in der Geschäftswelt umsetzen? Gut, wir sind jetzt natürlich in der Non-Profit-Welt angelangt, wo wir erstmal gar nicht von dem finanziellen Erfolg, der ist gar nicht mehr getrieben. Das ist ja oft am Anfang von Firmen, dass man sagt, okay, der eigentliche Ziel ist, Geld zu erwirtschaften. Wir kommen jetzt von einem ganz anderen inneren Antrieb her. Wir wissen, wir haben selbst erfahren, was wir für Mittel und Tools haben und wollen einfach aus dem Antrieb heraus das in die Welt bringen, sodass zunächst mal natürlich der wirtschaftliche Erfolg da zweitrangig ist. Aber der muss natürlich mit berücksichtigt werden. Am Ende des Tages muss auch das Essen auf dem Tisch stehen. Ja, aber da sind wir im Prinzip momentan mittendrin, das da ein Konzept auszuarbeiten. Sodass du mir jetzt nochmal eine konkretere Frage stellen musst, damit ich da weiterkomme.